Das Land Baden-Württemberg fördert die Konservierungsarbeiten und Sicherungsmaßnahmen an den Gräbern des jüdischen Friedhofs in Wankheim mit über 100.000 Euro. Viele der Grabstätten auf den jüdischen Friedhöfen in Baden-Württemberg seien dem Verfall durch Witterung ausgesetzt, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Hechingen-Münsingen, Manuel Heilfinger. Weiter seien die jüdischen Friedhöfe ein unersetzlicher Teil des Kulturerbes, den man mit den Landesmitteln erhalten wolle. In Wankheim ist der Förderverein für jüdische Kultur in Tübingen e.V. für die Arbeiten verantwortlich.